Okay, der Dicke hat uns erwischt. Ich weiß jetzt echt nicht, wo ich jetzt hier zurückgesetzt wurde. Aber ich sehe, dass ich hier eine Batterie finde. Dann wieder etwas entspannter. Ach so, direkt hier wieder. Na gut. Jo, wie soll man denn das nun machen? Oh nein, nicht die Kamera weg! Falscher Knopf. Oh, er hat mich schon wieder, er hat mich schon wieder. So, ich schätze mal, ich muss den irgendwie austricksen. So zum Beispiel. Und jetzt gebe ihn, gib Zündschnur. Kann ich hier rein? Ja. Yeah, finde Vater Martin in der Frauenstation. Ich denke, ich soll ihn draußen finden. Jetzt muss ich plötzlich wieder rein. Es ist unglaublich hier. Ach so, ich bin ja noch gar nicht draußen. Noch gar nicht drin. Aber trotzdem, ich soll ja irgendwo wieder rein. In die Frauenstation. Na sowas. Ich dachte, ich muss da nie wieder rein. Oh, da ist wieder was notiert. Wollen wir mal gucken. So viel Blut im Wasser. Ich kann es riechen, als hätte ich wie im Kindergarten einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich hatte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Und selbst diese Notizen werden immer freakiger. Oh, klettern wir mal rein. Oh, eine Batterie. Die schadet nie. Da bin ich hingekommen, ne? Ja. Aber wo muss ich hin? Mal an der Hauswand lang. Was uns aber nicht viel hilft. Ah, das sieht aus, als wenn ich klettern kann. Ja. Na, komm rein mit dir. Na, endlich wieder drin. You saw the wall rider, didn't you? You're beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes on the ground. But soon. Benutze die oberen Stockwerke, um zu Vater Martin zu gelangen. Das kriegen wir wohl hin. So. Oh, Batterie. Gut, das sieht schon wieder freundlich aus. So, dann. Boah, siehst du wieder nichts. Wollen wir hier mal rüber klettern. Er hampelt da schon wieder.
Ich glaube, ich sollte mal Gas geben. Oder? Das denn nun wieder? Kocht ihr noch eine Suppe? Nee, da. Notiz. Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Wall Rider erscheint. Ich blinzele und sehe atmosphärische Störungen und etwas anderes. Etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht, mich mit Organen anstarrt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Aber das Geräusch stammt auch aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Ich kenne. Oh, jo, jo, jo. Folge dem Licht. Ja, machen wir mal zu. Kann nicht schaden. Ich sehe nichts. Der ist uns ungefährlich. Oh, wieder eine Batterie. Die nehmen wir doch gerne. So. Und hier geht's hoch. Nennt man wohl Treppenhaus. Okay, hier geht's nur runter. Oh. Oh. Schon wieder leer. Wieder an der Faxen und hier ist wieder was zu lesen. Na, gucken wir mal rein. So, so. Dann gehen wir wieder hoch. Denn hier war. War das hier? Ja, hier bin ich hingekommen. Hier ging es ja noch in eine andere Richtung weiter. Was ist das denn jetzt schon wieder? Hey, so stockfinster, ne? Och, schon wieder was zu lesen. Mensch, wir müssen ja richtig uns anstrengen hier heute. Los geht's. Oh Mann, die Deutschen wieder. Ja, zumindest deutscher Ursprung. Ah,
Hier geht's auch nicht weiter. So, so langsam habe ich mich jetzt aber vollkommen verlaufen. Nee, das kenne ich. Hier war ich schon mal. Kommt die noch weiter runter? Ja. Achso, auch hier war ich doch schon. Hier war doch eine Batterie und mehr nicht. Achso, doch ein Dokument, keine Batterie. Und er. Wow! Was ist das denn? Scheiße! Oh Mann! Greif mich einfach an. Oh Mann, das ist ja noch wirrer hier als das Hauptgebäude. Naja, okay, ich hoffe, wir finden noch unseren Weg. Wollen wir dann beim nächsten Mal weitersuchen. Bis dann. Schönes Licht ausmachen und bis zum nächsten Mal.